Klappe die zweite für den Budenzauber in Schwerin. Nach der erfolgreichen Premiere Anfang diesen Jahres wird der Kurzurlaub DE Cup am 7. Januar 2017 in der Sport- und Kongresshalle Schwerin starten. Neben dem Gastgeber und Vorjahresfinalisten FC Mecklenburg-Schwerin wird auch wieder der FC Schönberg und der MSV Pampo dabei sein. Auch der FC Hansa Rostock kommt mit einem Team und jeder Menge Anhang vorbei. Tradition pur bei den internationalen Gästen. Neben Ferencvár aus Budapest mit Trainer Thomas Doll und dem Kolding FC aus Dänemark wird auch der 10-malige dänische Meister Brøndby IF Kopenhagen seine Visitenkarte in Schwerin abgeben. Die sportliche Organisation lag bei Uwe Brauer von der Deutschen Fußballinvest GmbH. Das macht erstmal tierisch Spaß, ist aber auch ein tierischer Aufwand. Also ich kenne halt irrsinnig viele Leute aus dem Profifußball aufgrund meiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Deutschen Fußballinvest. Das heißt, ich befasse mich den ganzen Tag mit Profifußball. Und da kennt man natürlich diverse Leute, die wieder Leute kennen und Leute kennen. Und wir haben überlegt, Dänen sind erstmal hallenverrückt, gute Hallenkicker. Und da war Brøndby mein Wunschkandidat. So, und bin dann natürlich über Kontaktleute an Kim Wulford rangetreten. Und der Prozess hat dann ein paar Wochen gedauert. Hat ja vorhin schon eine Pressekonferenz gesagt, dass die uns ganz genau gescannt haben das letzte Turnier genau gescannt, die Qualität des Sports und haben dann letzten Endes zugesagt. Also geht alles über Netzwerken. Das Feld wird komplettiert von TB Berlin, Germania Halberstadt und dem Landesmeister im Futsal, der erst noch in einem eigenen Turnier ermittelt wird. Karten gibt es am Montag, den 7. November, bei allen CTS-Vorverkaufsstellen.